Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu den LoL News. Die wohl größte Neuigkeit der Woche direkt zu Anfang. Und zwar hat Riot jetzt für 2019 die Pläne der EU-LCS bekannt gegeben. Und da wird es wie folgt aussehen: Wir werden auch ein Franchising-System bekommen. Das heißt, das, was aktuell jetzt 2018 in NA umgesetzt wurde, das kommt auch nach Europa. Heißt also klipp und klar, keine Relegation mehr, sondern 10 feste Teams, die auch aktiv am Umsatz der Liga beteiligt sind, aber eben jetzt auch dann eine ordentliche Summe reinbrettern müssen, um da reinzukommen. Ebenso soll der Mindestlohn von LCS-Spielern von 25.000 auf 60.000 Euro erhöht werden, also mehr als verdoppelt. Das ist gerade für neuere Spieler, Bottom-Tier-Teams, denke ich, ziemlich nice. Und die Nachwuchsförderung, die soll auch ein bisschen gestärkt werden. Alles in allem einfach, wie schon erwähnt, sehr, sehr vergleichbar mit dem System, was wir in NA haben. Und wie gerade auch schon angesprochen, muss dann jetzt jedes Team einen richtig, richtig dicken Batzen Geld hinlegen, um sich in diese Liga quasi einzukaufen. Generell muss sich jedes Team erstmal bei Riot bewerben. Das heißt, nur mit Geld kommt man nicht rein, sondern Riot muss sagen, yo, ihr seid cool, habt da noch eine Menge Kohle. Denn für Teams, die bereits in der LCS sind, also für Organisationen jetzt wie G2, wie Splice, die alle schon da sind, muss 8,5 Millionen Euro her. Und für Organisationen, die noch nichts mit LOL am Hut hatten, mit der LCS genauer gesagt, also sei es jetzt ein Fußballteam wie Bayern München oder so, die müssten 10,5 Millionen Euro zahlen. Ist ein bisschen weniger als in NA, aber trotzdem eine Menge, Menge Kohle. Und das mit den Fußballteams ist gar nicht so weit hergeholt, denn von verschiedenen Quellen wurde bereits bestätigt, dass viele, viele Fußballteams in ganz Europa interessiert sind, in diese Liga einzusteigen. Also da könnte man dann bald vielleicht El Clasico sehen oder Bayern gegen Dortmund. Wobei, ich glaube, der Dortmunder, irgendwie so ein Chef, hatte gesagt, dass er E-Sport nicht so geil findet. Also die wahrscheinlich eher nicht. Aber ja, man kann eigentlich nur abwarten und Tee trinken, was da passiert. Aber ich denke, 2019 wird nochmal ein ziemlich, ziemlich geiles Jahr für die EU-LCS. Passend zum Thema hat sich auch Origin auf Twitter zurückgemeldet. Ja, die sind ja, nachdem sie aus der Challenger Series abgestiegen sind, fast schon gestorben. Man hat nichts mehr von denen mitbekommen und ganz unschuldig sind sie dann natürlich selber nicht. Jetzt gab es aber einen relativ kryptischen Tweet mit dem Hashtag OG Resurrection. Deutet also darauf hin, dass wir spätestens im nächsten Jahr, vielleicht auch schon im Summer Split, Origins Comeback sehen werden. Aber wo, wie, wann und in welcher Form, keine Ahnung. Ob das jetzt in der spanischen Liga oder in der LCS dann vielleicht mit dem neuen Franchising-System passiert. Vielleicht holt man sich in Barcelona ran oder was auch immer. Ich meine, Xpecke ist immer noch eine der beliebtesten Persönlichkeiten im E-Sport, beziehungsweise in LoL, spezifisch. Von daher wäre es für solche Teams eigentlich sinnvoll, sich so einen großen Namen ranzuholen. Aber das ist, wie erwähnt, noch gar nichts bekannt. Also das ist jetzt alles reine Spekulation. Aber vielleicht werden Xpecke-Fanboys unter euch in den nächsten Monaten ein bisschen mehr Freude am Leben haben. Auch in der ESL-Meisterschaft hat sich kurz vor dem Offline-Finale in Düsseldorf noch was getan. Und zwar wird Überraschungsfinalist Black Lion nicht repräsentiert werden. Ja, ich sage das mit Absicht genau so, weil die Spieler schon auf den Finals spielen werden, nur nicht unter dem Banner Black Lions. Denn das gesamte Team ist von der CSGO-Organisation BIG, die ja im deutschen E-Sport, aber auch international eben in CSGO sehr, sehr erfolgreich ist, aufgekauft worden. Ja. Erster Gedanke mag jetzt vielleicht ein kleiner Mulmiger sein, so okay, so kurz vorm Finale auf einmal das Roster aufgekauft, wie kann das denn sein? Also ich kann mir nur vorstellen, entweder gab es straight up keine Verträge bei Black Lions und die Spieler durften einfach hingehen, wo sie wollen, weil in der ESL-Meisterschaft, da gibt es die besondere Regel, dass quasi das Mehrheits-Line-Up den Spot besitzt. Also es müssen immer 3 von 5 Spielern auch diesen Spot quasi benutzen, spielen. Das heißt, wenn jetzt Black Lions alle 5 Spieler verliert, weil sie keine Verträge haben und BIG sagt, hey, habt ihr Bock auf 1 Million Euro, dann könnte Black Lion nicht einfach sagen, wir nehmen 5 neue Spieler und fahren auf die Finals, weil immer 3 Spieler vom Roster, was sich für diesen Spot qualifiziert hat, quasi mitspielen muss. Also, was genau unter den Kulissen vorgegangen ist, weiß ich jetzt nicht genau. Ist natürlich nicht ganz so cool, gerade für Black Lions, die eben in dieses Team vertraut haben und es jetzt geschafft hatten. Ein bisschen ärgerlich, aber ich denke, aufs Final kann man sich auf jeden Fall trotzdem freuen. Und dass so eine große Organisation, erfolgreiche Organisation wie BIG jetzt auch nochmal im deutschen LoL-E-Sport investiert ist, ich denke, das ist overall eigentlich was ziemlich Gutes. Und zu guter Letzt noch eine nicht so erfreuliche Nachricht für Fnatic-Fans unter euch. Denn Source hat vor kurzem in einem Video auf Twitter bekannt gegeben, dass er für den Rest des Spring Splits inklusive Final soll, sollten sie es denn schaffen, nicht zur Verfügung stehen wird. Grund dafür sei eine Verletzung an der Hand gewesen. Im Video wurde sogar über eine Operation gesprochen und man hat auch gemerkt, dass Soas sich größte Mühe gegeben hat, Tränen zurückzuhalten. Also scheint ein bisschen ernster zu sein. Ich wünsche ihm natürlich gute Besserung. Er ist Soas einer der ältesten Veteranen, die wir hier im LoL eSport überhaupt haben, seit Season 1 dabei. Wäre natürlich schade, wenn seine Karriere mit sowas enden muss. Ich hoffe es natürlich nicht, will jetzt hier auch nicht schwarz malen. Ne? Im Endeffekt, hoffentlich geht es ihm in 2-3 Wochen einfach wieder gut. Aber
Fnatic muss jetzt mit Vipo klarkommen auf der Top-Lane, der allerdings natürlich glücklicherweise bereits sein Debüt hatte und da auch ganz gut performen konnte. Also da bleibt es spannend. Dementsprechend empfehle ich euch natürlich auch heute einzuschalten. Wobei morgen ist Fnatic, also falls ihr da die Top-Lane sehen wollt, dann morgen. Heute Splice gegen G2, wird auch richtig, richtig nice. Könnte sogar ziemlich spannend und ziemlich knapp werden. Und dann gibt es natürlich auch noch die NA-LCS-Halbfinalspiele ohne TSM, ohne Cloud9. Das hätte man so vorher vielleicht nicht erwartet. Wird geil. Schaltet ein. Ich bin jetzt raus. Und caste den Bums. Macht es gut. Und bis zum nächsten Mal. Tschüssi.